Herzlich willkommen zurück zu SBL Angels of Legacy. Weiter geht's mit Ryuks Kampagne, wo wir letzte Folge das erste Kapitel gemacht haben. Leider im Nachhinein mir aufgefallen ist, dass da der Game Sound weg war. Tut mir nochmal sehr leid, aber jetzt geht's ganz normal weiter. Mit Game Sound und zwar in der Mission Das Schicksal von Belzerk. Ryuk schickte wieder seinen Bruder Sinois bei der Eroberung von Belzerk zu begleiten. Mit Tatsache, dass Sinois öffentlich den Kisten zugeneigt war, hilfreich und hinderlich sein würde, blieb abzuwarten. Ryuk's victory is Pridbor's fall. You can't make someone do your dirty work and expect deference. Odin's my witness, the young prince will end up belly up in Volga if he won't heed his vehement temperament. Truvor, Rurik's older brother, makes my words prophetic. The ceremony turns into a brawl as Pridbor took offense, ending up with a sharp shiv to his throat. The future king, Rurik, makes nothing of this affront. Quite the contrary, he asks me to join his brother Sinias during next day's rush on Belozersk. I reluctantly agree, as there's no secret that this heretic is romancing with Christianity. If he wasn't my king's family, by Odin's name, I'd beat him to the crows. Ah ja. Wahrscheinlich ist er noch groß geopfert jetzt. Die wollen die... Listen, Sinias, it's time to show the Christians our power. I say we burn all their settlements. I wonder about the church. It seems really precious to them. Maybe we just leave it be. That's exactly what we won't do, Sinias. Burn everything down. I see. I will take care of our base then. We must prepare for resistance. Der, ich sag jetzt schon, der verrät uns, der Typ. Sag ich direkt, das ist es. Der wird uns auf jeden Fall direkt verraten, ey. Ich sag, es ist. So, wieder. Brennt die Kaserne nieder, brennt die Niederlagen nieder, brennt die Stellen nieder, brennt die Stadt raus nieder, brennt alle Ungläubigen. Ah, das ist klar, easy. So, grün sind unsere Mates, das ist viel. Ja, Kunden hier, ist ja klar. Listen up, Spear! Burn it to the ground! Men! We're going there! Burn it to the ground! Dismount it! Spear's ready for combat! Fast! We're going there! Burn it to the ground! Orange Illusion 2. Okay. Attack them quickly! Listen up, Spear! Spear! Let's get them! We've got eyes on the enemy! Listen up, Spear! So, weg mit denen. So. Also zwei Deck mal machen, sehr gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen sparen, weil nur die, den bringen nix, nur die Sperrträger.
Brauchen schon mal eine Variation hier. Let's hide over there. Burn it to the ground. Stufe 3 brauchen wir eigentlich so schnell wie es geht, weil die Schildtypen sind schon strong. Das ist mir letzte Mission aufgefallen. Schmiede doch zuerst bauen. Was passiert hier? Irgendwo da ein Ding laufen. Oh, ja, ne? Die hauen wir lieber ab. Reingelaufen. Ja, das war's auch mit dem Bogenschützen. Ah, vielleicht sollten wir auch nicht schießen. Das war jetzt ein ziemlich schwerer Angriff. Vorteil ist nämlich auch von der Seite, der ist auch sicher, fällt mir gerade so auf. Könnte von hier unten kommen. Sehr eng. Muss ich gerade wieder nochmal. We're falling back! Spear! Nethia! Move back! Prepare an ambush! Sag mal bei Sicht auf das ganze Raikuna-Radar agiert. Ja. Der Jugendstufe 3. Aber sofort. Enemy spotted! Ja, okay, komm, jetzt ist das Dorf down. Auf nix. Das war jetzt nicht so gut. Ging so viel länger dauern. Ich kam mir gerade kurz so einfach vor, bis ich schon gemerkt habe, dass da. Casualties for flight!
We're under attack! Chimperers! Hurry! Chimperers! Spear! Roy? Let's go! We are under attack! Gut, dann müssen wir die erste Forschung. Okay. Sehen, da können wir schon Ressourcen daraus ziehen. Mal eine Forschung erstmal machen, was geht. Ganz, glaube ich, sehr wichtig jetzt in der Mission. Machen wir mal eine Gruppe von Berserker, dann haben wir eine ganz gute Mischung, wenn ich jetzt da noch einen Schildtyp mache. Weil wir könnten noch eine Bogenschütze ausbilden. Sehr gut. Wenn wir bis hier pushen und dann hier diese Stelle halten, dürfen die eigentlich gar nicht mehr ins Dorf kommen, ne? Weil, ja, ich glaube, dann hier, aber ja, wenn wir die hier hinstellen, die Soldaten, dann kommen die auch nicht mehr weiter vor, wenn wir da Defense haben. Unter von Sperrer bei den Höhlen wäre noch ganz nice. Sollten wir machen. Thank you.
destroy the building. So. Gut, dann gleich mal die erste Schildtruppe. Wollte ich mich gerade anerkennen. Moral ist das Problem, deswegen brauchen wir dann mehr Essen. Und der Kosten verringern sollten wir es nächstes Mal dringend machen. Ja. Nehmen Sie mal schnell eines Dorf, ich glaube, das hilft uns unser Nahrungsproblem hinweg. Break camp!
Listen up, warriors! Shields on your feet! Archers! Das kostet stark Fergen jetzt, ja. Kommen merklich erhöht. Und dann gehen wir mal zum Angriff. Ich hoffe, wir kommen das Osterfleisch rein. Motivation steigt wieder, sehr gut. Okay, ich bin mal ganz kurz, dass wir mal einen Zwischenspielstand haben und dann würde ich sagen, probieren wir es auch mal, weil da kommen wir, wie ich befürchtet. Jetzt kommen wieder durchgeritten, der eine allein. Und wir brauchen hier ganz schön zu tun. Aber ja. Let's go!
Stell dir keinen Schaden. Burn it to the ground. Anieten. Come with me. Their church is going to burn now. You are wrong, Vidar. The church will not burn. I will defend it whether you like it or not. Also klar. You just made the worst mistake of your life, Sinnias. And last one too. Der hat die ganze Nacht ausgebildet, um es zu pushen. Toll. Wenn jetzt auf jeden Fall drauf gehen, würde ich schon gespeichert. What the hell? Sinnias is attacking us. Betrayal. Ja, die halten den jetzt wenigstens auf. Toll. Ich wusste, dass er uns verrät. Ich hatte so ein Gefühl. Mission. Down this for my spear!
On the double! We are under attack! Enemy! Listen! On the double! Men! That's the enemy! Look! That's the enemy! Quick, we're moving to fire! Let's go! Warriors! Spear! Move! Shieldbearers! Back at full strength! Shieldbearers! Shieldbearers! Back at full strength! Back at full strength! Wieder Hupe. Ja, da können wir. Und die Bewegung ist KI, kann er aber nicht mehr. Wir sind nämlich nicht wegen Benero haben. Quickly. Ich könnte das Grab wieder einnehmen, ich glaube, es ist. Moral wird nämlich gleich wieder runtergehen, ist das Problem, deshalb. Jetzt hier rüber. Zum Scherwasser. Shield bearers.
Kriege keine nicht mehr mal Nahrung hin, Mann. Da ist er, tötet ihn. Easy. Wir sagen es auch wieder zurück. Cool, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.